Ich finde, Lars von Trier ist ein sehr faszinierender, herausragender Filmemacher, der diese Geschichten, die er erzählt, die brennen sich ein, sowohl die Geschichten wie auch die Bilder, also wenn man nur an diese beiden Monde denkt aus Melancholia. Und es geht immer um einfache Wahrheiten, aber das ganz konsequent erzählt und unheimliche Interpretiermöglichkeiten bieten die. Und das ist schon sehr faszinierend, weil es im besten Fall kann das Räume öffnen, dass man auf Neues stößt, was man vorher nicht gekannt hat. Und dann ist es Kunst. Eigentlich nicht wissen. Ach so, ja, ich wollte auch... Nein, nein, Grace, hier soll niemand lang gehen. Weil ich sonst... Ja nur... Grace, hier darf niemand lang gehen, weil sonst die Bombersträucher beschädigt werden. Aber hier geht niemand da... Was? Hier gehen alle lang. Ja, ja, weil sie es schon seit Jahren tun. Aber so lange bist du noch nicht hier. Ich werde doch niemanden erschießen, Grace. Du hast doch schon mal auf mich geschossen. Tja, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Du bist weggelaufen. Der große Mann ist, sage ich mal, ich sage nur so viele, er ist nicht von dieser Welt. Und da wird es natürlich für einen Schauspieler gar nicht einfach, weil plötzlich alles möglich ist. Aber jetzt im Verlaufe dieser Probenzeit und jetzt zum Schluss bin ich eigentlich darauf gekommen, dass es eben auch ein alter Mann ist, ein müder Mann und der eigentlich nur eins will, er will, dass seine Tochter wieder zurückkehrt. Du bist hier, weil du mich zur Rückkehr zwingen willst, um so zu werden wie du. Und das ist dann letzten Endes, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich wieder was ganz Einfaches. Aber ich glaube, dass im Kontext zu dem, was vorher war, auch dieses Einfache dann absolut seine Wirkung hat. Du bist mehr als nur willkommen, wenn du nach Hause zurückkehrst und wieder meine Tochter sein willst, jederzeit. Es braucht fürs Theater eine andere Übersetzung. Und das ist auch hier so, das ist mit diesem Bühnenbild, denke ich, sehr gut gelungen, weil man diesen Raum schaffen muss, der dieses Dogville eingrenzt, einsperrt auch. Und weil man natürlich all diese filmischen Mittel im Theater nicht hat, im Theater hat man eigentlich eine Totale und im Film hat man den Schnitt und kann natürlich auch mit Special Effects dann sehr viel und sehr anderes herausholen.